herzlich willkommen, Stefanie Karlgut in Mrs. Kunstkantine. Du bist unsere 51. Künstlerin, heute Vernissage heute Abend. Ein paar Worte zu dir. Wie bist du Künstlerin geworden? Wolltest du dann als kleines Kind schon Künstlerin werden oder kam das erst später? Erzähl mal was über dich. Also ich habe das als Kind schon behauptet, dass ich eine Künstlerin sein möchte, dass ich eine Künstlerin werden möchte, weil ich mal als Sechsjährige einen Malwettbewerb in unserer örtlichen Buchhandlung gewonnen hatte. Und seitdem sage ich, ich bin Künstlerin. Und meine Eltern, die haben alle mit den Augen gerollt, die haben gesagt, oh, du bist Künstlerin, du bist die Spinnerin der Straße, aber bestimmt keine Künstlerin. Aber ich habe das ganz strikt verfolgt, dieses Ziel. Ja. Und musste aber mal was Anständiges lernen zuvor. Was hast du denn Anständiges gelernt? Das ist jetzt spannend für mich. Ja, und das war für mich ganz unspannend. Ich bin Industriekauffrau geworden und habe auch 18 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Ja. Aber ich hatte immer in mir das Gefühl, ich muss nicht, dass ich mit 50 mal auf dem Sofa sitze, sondern ich wollte doch Künstlerin sein. Und ja. ich habe es auch nicht studiert, die Malerei. Ich habe mich privat ausbilden lassen und habe das verfolgt, das Ziel. Und irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt gehe ich nicht mehr ins Büro, jetzt eröffne ich ein Atelier mit einer Malschule. Ja. Und so habe ich das 2003 gemacht. 2003, das ist ja schon ganz schön lange dann. Ja. Und du bist sehr erfolgreich mit deinen Tierbildern, wie wir es heute ja hier sehen. Und das Spannende ist, wie kommst du auf die Tiermalerei jetzt? Also das ist auch nochmal so für uns spannend. Ich umgebe mich immer schon mit Tieren. Ich komme, also wie gesagt, meine Eltern waren Landwirte. Wir haben schon von klein auf Esel immer in unserer Familie gehabt. Esel? Ja, ehrlich? Deswegen sieht man in dieser Ausstellung auch immer wieder Esel. Das sind meine liebsten Tiere sozusagen. Mhm. Und wir haben auch heute noch zwei Esel. Nein, wirklich? Ja. Das ist so toll. Ja, Priscilla und Emil heißen die beiden. Oh, was für ein Name. Ja. Und die sieht man immer wieder in den Bildern. Und ja, ich habe das eben zu meinem Thema gemacht, weil ich mir Gedanken gemacht habe, die sind alle vom Aussterben bedroht. Das sind eigentlich Haus- und Nutzterrassen von früher. Und da gibt es eben verschiedene Züchter, die sich darum kümmern, dass diese Rassen weiterleben. Als Kulturgut wird das gesehen. Ja. Das ist mir wichtig, das auch ein bisschen rüberzubringen in den Bildern. Ja, weil Esel sieht man ja gar nicht. Man Pferde ja schon, aber Esel ist ja wirklich sehr selten, muss ich wirklich sagen. Genau. Und es gibt eben alte Rassen, zum Beispiel in Spanien und in Frankreich. In Frankreich sind immer die Portu-Esel, das sind die mit den Dreadlocks, die haben so ganz langes Haar. Ja. Und dann gibt es eben verschiedene Riesenesel, also katalanische Riesenesel in Spanien. Mhm. Und dadurch, dass sie einfach nicht mehr gebraucht werden für die Kultur- und Landschaftspflege und so weiter, sind die vom Aussterben bedroht und das behandle ich in meinem Gemälde. Und wie malst du? Nach Fotografie oder hast du es deine Inspiration? Ist es deine, also wie kommst du jetzt auf diese Motive? Also im besten Fall besuche ich die Züchter oder ich gehe in Tierparks auf sogenannte Archäologe und fotografiere die. Und ich fotografiere die und mache auch Skizzen vor Ort und arbeite das dann im Atelier. Okay. Mal so ein bisschen lustiger, mal ein bisschen ernster, meistens verfremdet von den Farben her, aber die Rassemerkmale, das ist mir wichtig, dass man das mal erkennen kann. Ja. Ja, prima. Und du hast ja schon sehr viele Ausstellungen gehabt, unter anderem auch in diesem schönen Schiff, ne? Ja, genau. Erzähl mal, welches Schiff hast du ausgestellt? Ich stelle in regelmäßigen Abständen auf der MS Europa aus. Das ist schon ein Bacleur von der großen Reederei. Ja. Und 5 Sterne plus Luxusliner. Ja. Und dort habe ich Ausstellungen in der Bordgalerie und gebe auch an Bord Kurse, Malkurse. Also du fährst dann auch mit? Ja, ich fahre das mit. Das ist ja schön. Und bin so schön. Ja. Und gleichzeitig auch Urlaub noch, wahrscheinlich. Ja, es ist, also man hat schon seinen Job dazu erledigen, aber es ist schon ein ganz besonderer Job und nicht so richtig schlimm. Ne? Toll. Ja. Fahren die eigentlich in der Karibik oder? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also, wahrscheinlich. Ja. Also wir sind durch Indonesien gefahren, deswegen auch hier in dieser Ausstellung Orang-Utan-Bilder. Ah ja, weil das ist auch nochmal was Besonderes von dir. Ne? Erzähl das nochmal genau. An Bord stelle ich immer der Destination entsprechend aus, also unser Reiseziel, da mache ich mir vorher Gedanken, welches Tier ist dort vom Aussterben bedroht und dadurch mal unsere Reise nach Indonesien bin ich eben auf die Orang-Utans gekommen und aus diesen Einzelbildern habe ich eine ganze Ausstellung kreiert, die wandert und da mache ich auch die Lebenssituation dieser Tiere aufmerksam und gebe auch von meinen Verkaufserlösen
einen Anteil ab für den Borneo Orang-Utan Survival Trust. Ja, das, super. Und da bin ich auch davon überzeugt, dass das auf Borneo ankommt. Ja. Und dass wir da Bäume pflanzen und ein bisschen Regenwald zurück erobern sozusagen. Ach, super. Ja, dann wollen wir mal schauen, was heute Abend los ist. Ja. Dann auf eine schöne Vernissage und erfolgreiche Vernissage. Ich freue mich, dass du bei uns bist heute. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Einen schönen Abend. Jawohl, schönen Abend. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde der Kunstkantine, liebe Gäste, liebe Tierfreunde, willkommen im Bernsteinzimmer der Hafen-City. Diesmal ist viel Zoo an den Wänden. Wir haben Hühner, Esel, Affen, Pfauen, Schweine, Rinder, Schafe, Elefanten, Antilopen und schließlich auch Dromedare. Gott sei Dank riecht es hier nicht, unempfindlich. Mein Name ist Bernd Rohloff, ich bin der Keynote-Speaker der Kunstkantine. Die Zoodirektorassistentin Betty. Der Esel ist Stefans Lieblingstier. Zwei Esel leben bei ihr, der Emil und die Priscilla. Esel, so schreibt mir Stefanie, sind schlau und klug. Man kann mit ihnen gute, dauerhafte Freundschaften eingehen. Das ist der ältere Esel, der Sugar Daddy. Beziehungsweise der Sugar Donkey, wie dieser Hof hat. Lauter. Lauter! Du zeig das Bild lauter. Ja. Tatsächlich trifft sie sich mit einem katalanischen Riesenesel. Den haben wir ja auch in der Ausstellung davon. Meine Damen und Herren, eine Vernissage ist nicht zuletzt eine Verkaufsveranstaltung. Folgen Sie also spontan auftretenden Kaufimpulsen. Egal woher Sie starten. Ob Sie an der eulen Glucke Ihre Erbtante wiedererkennen. Oder bei Ihrem Anblick Appetit auf Hühnerfrikassee zu haben. Oder Sie der katalanische Riesenesel heißen. Greifen Sie zu, das Leben ist keine Generalprobe und der Sarg hat kein Regal. Stefanie erschafft Tiergemälde in seltener Schönheit. Greifen Sie also zu bei den seltenen Schönheiten, die Ihnen hier gezeigt werden. Mit diesem Appell möchte ich dann endlich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.